Nach Jahren stelle ich mal wieder einen Hack vor. Und ja, es ist mal wieder soweit, Leute. Es ist mal wieder soweit. Ihr müsst jetzt auch lange drauf warten. Ihr könnt mir gerne wieder weitere Hacks zuschicken. Es geht weiter das Pokémon-Hack-Format auf meinem Kanal. Und wir starten natürlich direkt durch mit dem Hack hier. Zum Anfang werde ich aber nur einen Hack vorstellen, denn, I don't know. Ich will es mal ein bisschen geringer halten. Und ja, ich habe auch nicht mehr so viele Hacks gefunden, die ihr mir zugeschickt habt. Ich habe jetzt den am ehesten gefunden und dachte mir so, komm, ich habe Bock drauf, das nimmst du jetzt sofort auf. Da seht ihr mal, wie meine Formatideen immer entstehen, beziehungsweise meine Videoideen. Mir fällt nach Jahren einfach mal wieder ein, ey, ich könnte eine Runde Pokémon-Hex von euch aufnehmen und ey, dann mache ich es einfach, weil ich Bock drauf habe und ja, so ist es auch. Kreaturen namens Pokémon. Ich glaube, das ist alles noch voll normal, wie sonst auch, deswegen, ich hoffe mal, dass sich anderweitig hier was verändert hat, Leute. Boy oder Girl? Wir sind natürlich Boy. Muss natürlich sein. Heißt natürlich Solo, wie sonst auch immer, Leute. Ihr seht schon, es hat sich im Grunde genommen nichts verändert. Ich heiße immer noch genauso wie vorher. Immer noch das gleiche Format wie vorher. Das ist der Katz, man kennt ihn. Ja, ist doch egal, Katz, ja, ja. Er hat ein bisschen an den Texten rumgefeilt, finde ich nice. Zwar nur minimal, aber hey. Ihre eigene Pokémon-Legende ist im Begriff, sich zu entfalten. Okay, eine Welt voller Träume und Abenteuer mit Pokémon erwartet. Okay, ja, das ist okay. Gucken wir mal, was hier so alles am Start ist. So, Save Options, bla bla bla. Direkt mal hier umstellen auf Fast, Help Type auf LA. Also, ihr kennt den Standard-Shit, Leute. Immer was Cooles einstellen. Natürlich auch den Potion direkt mitnehmen. Ich glaube, das war hier doch drin, vorher Roblackgrün, ne? Wenn man so viele verschiedene Hacks an verschiedenen Spielen spielt, dann, ja, Withdraw war, glaube ich, doch, Withdraw war mitnehmen, ne? Ja, wenn man viele verschiedene Pokémon-Spiele spielt, vergiss doch mal, wo man das machen konnte, wo man dies machen konnte. Okay, ja, das ist auf Englisch, what the fuck? Okay, Pallet Town ist doch standardmäßig am Start, ich bin mal gespannt. Wir gehen einfach mal hier hoch. Hey, wait, don't come out. Okay, er redet auf einmal auf Englisch. Why the fuck auch immer sie jetzt alle auf Englisch reden, obwohl das Spiel eigentlich eben Deutsch war. Ich schätze mal, er hat einen englischen Raum genutzt und hat dann wahrscheinlich nichts auf Deutsch übersetzt. Ich bin mal gespannt, wann der Punkt kommt, wo das Spiel mal interessant für uns wird, für unser Format. Weil bisher nur leichte Textveränderungen gehabt. Okay, nur ein Pokémon. Das sieht sehr interessant aus. Okay, sehr, sehr interessant. Warum ist da nur ein Pokéball, Leute? Was ist da drin? Was könnte da drin sein? Warum ist da nur ein Pokéball? Und warum ist kein Rivale hier? Was zur Hölle? Okay, jetzt verstehe ich das auch. Sein Spiel heißt Pokémon Bad Egg. Und ah, das Bad Egg ist deine Wahl. Es ist auf Level 10. Es ist nicht gerade bla bla bla. Das Bad Egg nehmen. Ja, okay. Wir kriegen einfach ein Bad Egg. Wer nicht weiß, was ein Bad Egg ist, ich hatte früher mal ein Video dazu gemacht. Ich glaube, das ist aber mittlerweile wieder offline. Ein Bad Egg ist halt ein Pokémon-Ei, was durch ein Virus entstanden ist. Und I don't know, was wir hiermit anfangen können und was das bringen wird. Aber interessante Sache auf jeden Fall. Dass wir hier einen Bad Egg haben, aka jetzt Bad Boy, war ein Glummerler mal, okay. Und wir können nicht kämpfen, oder wie? Ne, wir kämpfen gegen niemanden hier, okay. Wir schauen uns das Pokémon einfach mal an. Ich bin sehr gespannt, was das Bad Boy Bad Egg so hat. Level 0, Typ Fragezeichen. Ja, nichts an... was soll ich damit anfangen, Leute? Was soll ich damit anfangen? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal ins hohe Gras, Leute. Okay, hier hat sich was leicht verändert und jetzt die Frage, was können wir überhaupt machen? Wir sterben doch eigentlich instant, oder? Okay, Fragezeichen, Fragezeichen und Bad Boy kommt rein. Ah, ne, wir haben 10 KP. Ah, wir strugglen instant, okay. Ja, das dauert mir zu lange. Das bringt nicht so viel. Am besten wäre es, wenn wir direkt ein neues Pokémon fangen würden, aber ich habe keine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich erstmal dieses Ding, das Paket abholen für den Professor. Also machen wir das direkt mal. Okay, gerade auf dem Weg nach oben, wenige Sekunden später, ist einfach mal Mistygnor aufgetaucht. Falls ihr Mistygnor nicht kennt, Mistygnor ist ein Pokémon, ist ein... ein Sprite, der als Platzhalter genutzt wurde für Pokémon, die gar nicht existieren sollten. Ist, glaube ich, die Kurzfassung von dem ganzen Teil. Es ist genau wie dieses Fragezeichen, was wir gerade eben haben. Diese beiden Fragezeichen sind auch eine Art von Mistygnor. Beziehungsweise das Mistygnor dieser Generation. Und das ist so gesehen das Aussehen von Mistygnor in der Pokémon Rot-Blau-Gelb-Generation, also in der ersten Gen. Interessant auf jeden Fall. Ja, und krass, dass uns Mistygnor einfach mal eben kurz getötet hat. Das ist auch sehr interessant. Frage ist natürlich, komme ich jetzt lebend nach oben? Weil wenn die überall Mistygnor sind, habe ich ziemlich verkackt. Okay, ich hatte gerade noch ein Mistygnor, bin ich kurz ausgewichen und es hat funktioniert. Aber ey, es war ziemlich knapp. Oh nein. Was soll ich denn machen, Leute? Die Eckestelle ist echt ziemlich lustig. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Wirklich nicht. Ich habe keinen Plan. Und oh, wir haben Potion bekommen. Okay, interessant. Ich meine, hier taucht überall Mistygnor mal auf. Das ist ziemlich ekelhaft. Ich muss echt hier um jeden Grasplatz kämpfen, dass ich hier irgendwie easy durchkomme. Okay, easy. Jetzt bist du doch da ganz oben, bitte. Oh, danke schön.
Okay, wie mache ich das jetzt? Am besten so, so, so. So, so, so. So, so, so. Nein, bitte kein Missing No. Wir sind am Arsch. Ja, das war's dann mal wieder. Wir haben auch keine Pokebälle oder so. Wir können eigentlich einen Scheißdreck gegen Missing No machen. Oh, Attacke Mist. Struggle will auch nicht viel bringen, schätze ich mal. Das gefühlt 10. Mal schon, dass ich hier verliere. Wow. Ich weiß nicht, welche Taktik hier uns an dieser Stelle weiterhelfen soll, weil... I don't know. Ich hab keine Ahnung. Ach, Leute. Was soll ich euch dazu noch sagen? Was soll ich euch dazu noch sagen, Leute? Ich hab keinen Bock mehr.